Das ist kein Film über das, was wir machen. Das ist ein Film über wer wir sind. Wir, das sind doch die mit dem 9-11. Die mit den Pferdestärken. Den Siegergrenzen. Den Rundkursen. Eben die mit den Sportwagen. Die anderen denken bestimmt, das macht Porsche aus. Wir bei Porsche, wir finden, uns macht noch viel mehr aus. Dass wir die Dinge anders angehen. Das ist das Bodenständige, das ist das Zusammenhalten. Jeder hilft dem anderen. Agieren wie in einer Familie, trotz des großen Wachstums. Zündschloss links, Motor hinten, Rendite ganz oben. So weit, so offensichtlich. Aber was macht den Unterschied? Was uns anders macht, ist, wie wir sind. Und wie wir arbeiten. Jeder Stolz darauf, bei Porsche zu arbeiten, das spürt man schon sehr stark. Die Dinge leben, die man entwickelt jeden Tag. Ihr Herzblut ist doch das hier. Herzblut. Mit Herzblut begann es auch damals. In einer Garage. Den Garagenduft haben wir immer noch. Software-Garagenduft, würde ich fast sagen. Auch wenn sich sonst einiges verändert hat. Und auch weiter verändern wird. Wer vorn mitmischen will, muss jetzt den Hintern hochregeln. Wir stellen hier gerade die ganze Firma auf den Kopf. Wie wir das schaffen? Querdenken. Wege gehen, die noch keiner beschritten hat. Nie die Lust an Neuem zu verlieren und immer neugierig zu bleiben. Pioniergeist ist quasi ein Gen von Porsche, liegt in den Wurzeln von Porsche. Pioniergeist. 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 Aber Hand aufs Herz. Eigentlich geht es doch immer nur um das. Um das, aber auch um das. Das Thema Sportlichkeit interpretieren wir nämlich auch mal etwas anders. Also ob man mich jetzt mit Sportlichkeit verbindet, weiß ich nicht. Sportlichkeit. Rechts ist Gas. Aber Moment. Wollten wir nicht einen Film über die Menschen hinter den Autos machen? So wie Katharina, Marvin, Thomas, Marc, Jana, Marcel, Anja, Uwe. Wenn ich ins Büro komme, treffe ich meine Freunde wieder. Und das ist ein sehr gutes Gefühl. Das ist auch das, was Porsche ausmacht. Dass es eine große Familie ist. Eine Familie. Porsche-Kultur heißt nicht, die Nationalität zählt, sondern Vielfalt. Wir sind eine Familie und das macht uns groß und stark und darauf sind wir sehr stolz. Was kommt als nächstes? Fährt der Porsche der Zukunft autonom? Rundum connected? Entscheidend ist doch, wie wir auch in Zukunft zusammenarbeiten. Mit Herzblut, Pioniergeist, Sportlichkeit, Familie. Der Mensch im Mittelpunkt. Ach ja, eines fehlt noch. Oh Jesus Gott, das ist jetzt aber blöd. Ich glaube, da gibt's viel raus zum Schneiden.